Herzlich willkommen zu einer wunderschönen neuen Folge Survival Games auf dem GommeHD.net Server. Leute, wir haben eine neue Map am Start, nämlich Longford. Und es ist an der Zeit, das ein oder andere Geheimnis dieser Map hier zu lüften. Und ich dachte mir, komm Benson, ich habe ja nämlich schon das ein oder andere in Erfahrung bringen können. Und dachte ich mir, okay, zeige ich doch hier mal vielleicht 2 oder 3 Secrets. Keine Sorge, ich werde nicht alles zeigen, weil es gibt ja wirklich eine... Leute, es gibt hier so unfassbar viele Secrets. Da gibt es wirklich ultra viel zu erkunden. Und ich wollte jetzt nicht unbedingt alles, ich sag mal, vorwegnehmen. Also Leute, keine Sorge, ihr könnt dieses Video schauen. Und trotzdem noch eigene Secrets erkunden. Das erste Secret gibt es hier auf der linken Seite in diesem wunderschönen Haus. Den wollen wir jetzt erst killen. Okay, der hat eine Rod. Komm, mal sehen, ob wir den killen. Oh Gott, der hat Knockback. Okay, der will uns hier rodden. Wir haben selbst leider keine Rod. Oh, das... Hoho, Alter, das war schon richtig knapp, Leute. Okay, es kann sein, dass der Typ schon das Secret geklärt hat. Ich denke aber eigentlich nicht. Denn, ihr werdet gleich sehen, wieso ich das... Ja, denn da gibt es eine Rock, die Secret Hunter Cave Key. Und so heißt nämlich auch das Secret Cave Key. Das ist nämlich nicht einfach nur irgendeine Angel. Okay, genau, ist es einfach nur irgendeine Angel. Aber wir brauchen die Angel für einen bestimmten weiteren Akt. Denn das Secret baut aufeinander auf und das ist sozusagen der erste Akt, Leute. Und jetzt geht es weiter. Wir müssen nach da hinten links. Da geht es weiter mit dem Secret. Do-do-do-do-do. Übrigens habe ich Force Map gerade gemacht und die Leute eskalieren hier komplett in dem Chat. So, ich esse erstmal hier ein bisschen was. Ich muss mich ja selbst mal hier zurechtfinden, Leute. Wir müssen jetzt, Genau. Wir müssen hier lang. Ich habe alles im Griff, Leute, alles im Griff. Das zweite Secret befindet sich, glaube ich, hier. Genau, das ist nämlich eine versteckte Kiste. Okay, Leute, ist jetzt nicht das Mega-Secret, ich weiß, aber immerhin eine versteckte Kiste. Und jetzt, Leute, hier ist nämlich das dritte Secret auch gleich versteckt. Die sind für gewöhnlich relativ nah beieinander. Ich muss kurz gucken, Leute, wo war denn das? Ah ja, genau. Was? War da schon je... Leute, war da etwa schon jemand? Lass mich das mal kurz checken. Hier muss irgendwo ein Knopf sein. Wo war denn der nochmal? Der war hier, ne? Ich muss kurz den Knopf suchen. Hier war irgendwo an irgendeinem Baum Knopf. Wo war denn der nochmal? Okay, warte, lass mich erstmal den Gegner killen. Oh Gott, ich habe ihn mit der Angel gehittet, ich Idiot. Ah! Nein, der hat perfekter Boost, Alter. Oh, Alter, das war so knapp, Mann. Ein Herz, GG. Das ist nicht das Secret, Leute. Ich weiß nicht, was das ist. Haha, what the fuck? Hä? Ist das doch das Secret? Hilfe, bin in einer Trap. Ja, ich glaube, das gehört nicht zum Secret. Wo bin ich denn hier? Nein, das ist nicht das... Haha, das ist einfach ein Map-Bug. What the fuck? Okay, Leute, jetzt haben wir einen Bug gleich auch noch gefunden. Alright, ich habe doch gewusst, dass das nicht das Secret ist, mein Gott. Nach diesem kleinen Bug, der ist... Oh, Steinschwert, jawohl. Nach diesem sehr kleinen Bug, ich weiß auch nicht genau, was das war, gehen wir jetzt nochmal auf Erkundungsjagd nach dem Secret, meine Freunde. Und zuerst, Leute, machen wir wieder das, was wir gerade schon mal gemacht haben, im Speed-Durchlauf. Bleib stehen! Nice range, Digga, aber du hast kein Schwert. Doch, jetzt hat er safe ein Schwert, oder? Komm! Jawohl! Ja, nice, der hat eine gute Rüstung, sehr schön. So Leute, wir holen uns natürlich die Angel, wie gehabt. Das ist in diesem Haus, im zweiten Haus, auf der linken Seite, Leute, ihr wisst Bescheid. Zack, da haben wir die Angel, die Rod. So, Leute, und die Rod benötigen wir für das nächste Secret, das... Ich weiß nicht, was das war, ich glaube, das war einfach ein Bug, in dem ich da gerade war. Gar nichts hat der, Leute. Kuckuck. Der Schwarz, der hat mir seine Karotten entgegengeschmissen. Oh, da ist noch einer. Oh, der hat einfach auch nix. What the fuck? Was war das denn, Alter? Das, okay. Als ob ich jetzt 3 Steinschwerter schon habe. What the hell? Okay, Leute, ich hoffe mal, dass das Secret noch nicht allzu bekannt ist und dass nicht sofort ein anderer dahin gegeiert ist. Mal gucken, Leute, wir laufen jetzt erstmal dahin. Zuerst die versteckte Kiste hier. Die hatten wir ja gerade schon mal. Blub. Na, komm. Ein Eisenhelm, sehr schön. So. Okay, und jetzt schauen wir uns mal das Secret genauer an. Und zwar, Leute, wir müssen... Das ist tatsächlich irgendwie... Ich weiß nicht, was das ist. Hier hin, genau. Und hier und hier. Und hier ist der Knopf, Leute. Zack. So, und jetzt ist das Secret aktiviert. Und jetzt... Habt ihr es gehört? Habt ihr es gehört? Da hat sich gerade was bewegt. Ich habe es gehört. Jetzt müssen wir nur noch das Secret finden. Wo ist denn das nochmal gewesen hier? Also nochmal. Drücken. Man muss nämlich, glaube ich, auch schnell sein...
Und jetzt? Hä? Jawohl, er ist es. Oh, ich hab's geschafft. Und wir sind im Secret. Jawohl. Sehr schön, sehr schön. Okay. Hier war ich selbst auch erst einmal. Also ich muss hier auch erstmal selbst erkunden, was es hier alles so Schönes gibt. Auf jeden Fall, Leute. Pauschal gibt's hier erstmal gar nichts, wie ihr seht. Denn es gibt hier auch noch einen kleinen Trick, den ihr auch wissen müsst. Und das werde ich euch gleich zeigen. Ihr seht, es gibt hier gar nichts. Ne? Man kann hier auch nichts, keine Kisten, gar nichts. Die Sache ist nämlich, jetzt kommt die Fishing Rod ins Spiel, die wir ja vorher geholt haben. Denn ohne die Rod kommt man hier nicht weiter. Denn wir müssen mit der Rod hier eine Druckplatte aktivieren. Oh, wartet mal. Hier, genau da. Komm. Meins, lass mich doch da rein. Jawohl. Bam. Sehr schön. The Glorious Secret Hunter. Das bin wohl ich. Sehr schön. Okay, Leute. Da haben wir auf jeden Fall schon mal eine Kiste. Nee, das ist gar keine Kiste. Hier ist ein Gang. Wo geht's denn hier lang? Das habe ich selbst noch. Okay, das ist der Rückweg. Da kommt man dann raus. Aber wir wollen auch gar nicht raus, Leute. Wir wollen hier noch erkunden. Auf der anderen Seite vielleicht? Nee, ich kenne mich ehrlich gesagt selbst auch noch gar nicht aus. Ah, hier ist auf jeden Fall schon mal eine Kiste. Okay, eine Kiste. Zwei Kisten. Drei Kisten. Okay, drei Kisten ist echt schon mal für SG-Verhältnisse sehr heftig. Und ein Enchanter natürlich. Wir haben aber leider keine Level. Ah, hier haben wir noch eine Kiste versteckt. Oh, und die ja. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Okay, Leute. Das war es im Großen und Ganzen mit diesem Secret hier. Es geht aber noch weiter. Wenn ihr wissen wollt, wo das Secret weitergeht, Leute, ich gebe euch einen kleinen Wink. Da geht das Secret... Oh Gott, ich habe mein Schwert weggeschmissen. Da geht das Secret weiter. Ich werde jetzt nicht, ich werde es nicht weiter zeigen, damit Leute da auch noch selbst etwas erkunden können. Aber, jo, da könnt ihr auf jeden Fall mal nachschauen. Okay, Leute. Und jetzt machen wir uns auf den Weg zum Spawn und das Eisenschwert zu craften. Oh, 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 oh. Der hat ein Dia-Schwert und der geht jetzt auch darunter, um irgendwas zu craften. Let's go. Ihren Schaden kann ich eh nicht. Hey, der eine soll wohl hacken, habe ich gehört. Nein, Bobmeister, du sollst mich doch angreifen. Okay, jetzt hat er wohl gemerkt, dass ich ihn angreife. Was machen die denn? Ich muss doch hier... Sieht man jetzt nicht... Ist nicht, hack der? Ah! Ja, wenn jetzt zu dritt gegen ihn zu Team ist, ja auch assi. Ich misch mich da jetzt ein, Alter. Was soll das? Oh Gott, ich hab den so mies abgestaubt. Ich fühle mich so schlecht. GG, aber so ist das Leben, meine Freunde. Double Abstauber. Oh mein Gott. Ich wollte den gar nicht abstauben. Pfeiftöne. Hier ist noch ein anderes Secret, Leute. Ein anderes Secret. Das habe ich jetzt nicht gelöst. Da scheint es aber ein Dia-Schwert zu geben. Aus einem Film kommt er und singt die Pfeiltöne nach. Die Pfeiltöne, okay. Jo, ich mach fair mit dir, Bro. Go, 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 go. Ich werde jetzt so safe verlieren. Oh, ich hätte ja enchanten können, Alter. Das mache ich noch. Okay, scheiße, das reicht nicht. Oh Gott, da ist er ja schon. Oh, wieso hat er denn kein Essen, man? Was ist denn das für ein Deathmatch? Man gibt sich hier dauernd Stuff. Das Deathmatch ist gleich vorbei, Mensch. Ja, hoho, GG, da konnte ich ihn auch schön hitten. GG, ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Wenn ja, flankt den Like-Button, würde mich sehr freuen. Wir sehen uns morgen, haut rein. Tschüssi.